Hallo Freunde, heute ist Sonntag und heute gehe ich mit Michaela wieder ein bisschen wandern. Wir sind hier in Buhlbach, da waren wir schon vor ein paar Jahren mal, es war auch Winter. Und zwar, wenn man von hier aus hochläuft, dann kommt man zum Buhlbacher See, so 4 Kilometer eben. Und heute wollen wir aber nochmal zu dieser Hütte. Da hatte ich auch ein Video gemacht gehabt, wo man innen drin so ein kleines Lagerfeuerchen machen kann. Und da müssen wir jetzt 2 Kilometer etwa oder knapp 2 Kilometer laufen. Ja, jetzt laufen wir die ganze Zeit hier schon steil nach oben. Hoffe mal, dass wir irgendwann jetzt mal eher einen geraden Weg finden. Wir haben heute das beste Wetter zum Wandern, zumindest für uns das beste Wetter. Leicht nebelig und leicht regnerisch, recht kühl eben entsprechend. Oh, wir lieben das einfach. Diese wunderschönen Felsen hier. Klasse. Das wäre auch schon ein kleiner, schöner Lagerplatz. Aber da ist der Weg zu nahe. Das sieht schon irgendwie witzig aus. Da ist ein Felsen, der mal irgendwann runterkam und jetzt wächst da so ein kleines Bäumle drauf. Wahrscheinlich der Kobold wieder. Und dann diese absolute Stille hier. Und wieder mal witzig, in dem Moment, wo man es aufnimmt und es sagen möchte, fliegt hier wieder ein Flugzeug. Hier wimmelt es ja bloß so vor Kobold. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Die lassen ja einfach keine Ruhe mehr. Immer diese Waldläufer. Das sieht ja auch mal super aus hier. Da könnte man sich's auch gemütlich machen. Ja, das wäre vom Prinzip ein nettes kleines Lagerchen. Gut geschützt auf jeden Fall. Da hinten der große Stein da. Sieht man jetzt nicht gescheit, weil so dunkel ist. Hier vorne hätte man einen schönen Windschutz. Und dann der große Stein hier. Ich will es ja nicht sagen, aber da könnte man ein kleines Lagerfeuerchen machen. Aber trotzdem würde es eigentlich nichts bringen. Direkt am Weg. Also mal ehrlich, viele gehen ja am liebsten raus, so im Sommer, wenn die Sonne scheint und so. Klar, das ist schon auch was Schönes. Aber jetzt guck doch mal da. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist echt beeindruckend, finde ich. Es hat ein bisschen was Mystisches. Und da vorne schaut es jetzt aus, als wenn es ein bisschen flacher werden würde. Aber naja, dem Ganzen traue ich noch nicht so ganz, weil oft ist es ja so, man läuft gerade um die Kurve rum und dann geht es wieder steil weiter. Naja, das war natürlich so klar, das ist der Weg, der hier hochgeht. Da wird es einem warm. So Leute, Glück gehabt, es geht doch geradeaus weiter, ein bisschen flacher jetzt. Wobei später könnte man eventuell da noch hochgehen, weil da gibt es noch mal eine Hütte. Da kommt jetzt eine Hütte, aber das ist nicht die, wo wir suchen. Aber trotzdem schauen wir die natürlich uns auch an. Also in der Hütte gibt es jetzt auch so ein Lagerfeuer hier. Allerdings, das kann gar nicht sein, das muss eine andere Hütte sein jetzt. Ich habe das noch ganz anders in Erinnerung. Ich habe es ja auch auf Video, wo man nachgucken könnte. Das war die ganz sicher nicht. Aber spielt ja auch keine Rolle. Wir haben eine Hütte, hier ist Ruhe und eben Lagerfeuer können wir machen. Prima. So, einen Brunnen gibt es hier auch noch. Perfekt, was will man mehr? Ah, schön kalt.
Was hast du jetzt genau dabei? Die grünen Bohnen? Also zum Speckbohnen. Speckbohnen. Und Zigeunerwürstchen mit Brot gibt's. Mhm. Und Tee können wir machen. Okay, ja, ich habe ja auch noch einiges dabei. Mhm. Sofort, ich bin da. Ich muss bloß schnell einen Kaffee machen. Ja, soll ja auch heiß sein. Voll die Großküche hier. Lagerfeuer, zwei Kocher. Nee, drei Kocher sogar. Ich habe ja auch nur Wurst und Ei. Ich überlege halt gerade, ich habe ja eigentlich die Wurst mitgenommen. Welche Wurst? Ja. Achso, die rote Wurst. Ich glaube, wir machen gleich die Bohnen rein, weil sonst verbrennt es. Ja. So, jetzt sind wir gestärkt und jetzt überlegen wir uns, vielleicht gehen wir da ein Stück zurück an dieser sozusagen Kreuzung, wo es da ein bisschen hoch ging zur anderen Hütte. Ich habe noch richtig Lust zu laufen und dann schauen wir mal, wie das da ausschaut. So, Feuer gelöscht, alles aufgeräumt. Das Holz, das habe ich jetzt mal hier auf die Bank gestellt, damit es da besser trocknen kann, weil das lag ja am Anfang hier am Boden rum. Also, auf geht's, weiter! Absolute Stille. Nur den Bach hört man ganz leise. So, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt, da wo unser Auto steht. Sind wir da mal abgezweigt. Jetzt gehen wir doch mal eben diese andere Richtung da, Richtung Bulbachsee. Ja gut, Nachteil ist jetzt hier das Asphaltweg, wie man sieht. Aber trotzdem wunderschön, hier rechts der Bach. Mit kleinen Wasserfällchen. Toll, schöne Gegend. Richtig schönes Tal hier. Kurzes Päusle. Herrlich. Jetzt gibt es eine kleine Schokoladenstärkung zwischendurch. Ja, wenn ich sie finde. Energy. Kann sich nur um Stunden handeln. Auch ein herrliches Plätzchen hier. Muss bloß aufpassen, das ist so verdammt rutschig, das Holz jetzt. Wow, wie Glatteis. Super. Ich bin begeistert. Diese totale Ruhe, der Bach jetzt auch noch. Wow. Das ist ja eine super Gegend auch hier, Mensch. Klasse.
Da hätte ich jetzt richtig Bock, da so ein kleines Lager aufzubauen, ehrlich. Ein Tarp und dann nochmal, ja, einen Kocher, einen Tee machen. So direkt am Bach hier, geil. Schaut mal, ist das nicht herrlich hier. Da muss man sich jetzt vorstellen, da hinten an dem Plätzle eine kleine Hütte haben. Direkt so am Bach hier. Ach, genial. Ein Zelt wäre ja auch schon mal was. Aber natürlich, man kann hier nicht einfach zelten. Dafür gibt es eben Gesetze. Und das ist halt auch irgendwo gut. Einerseits natürlich schade, schon klar. Aber stellt euch mal vor, es gibt da keine Gesetze. Da würde das hier wahrscheinlich ein ganzer Zeltplatz plötzlich sein. Ja, fängt einer an, dann willst du andere auch machen. Ist klar, das geht halt einfach nicht. Da wären jetzt hier wahrscheinlich 50 Zelte im Sommer und jeder hat sein Lagerfeuer. Klar wäre es toll, aber ja, es geht halt einfach nicht. Und wenn ihr zwischendurch mal ein bisschen den Rücken entspannen wollt, ein kleiner Pfadfindertrick, einfach in dem Fall gegen eine Hütte lehnen mit dem Rucksack oder einfach an einem Baum, dann entspannt sich der Rücken ein bisschen. So, es ist schon 16:45 und eigentlich noch recht hell, finde ich. War eine wunderschöne Tour heute wieder und wir genießen es immer noch. Diese Ruhe und Stille hier, einfach fantastisch. Am liebsten würden wir jetzt auch noch ein paar Kilometer weiterlaufen. Aber andererseits wollen wir morgen ja auch wieder fit sein. Nicht, dass wir da den ganzen Tag kraftlos rumhängen. Müssen wir auch wieder ein bisschen arbeiten. Ja, und so lange bis Weihnachten ist ja nicht mehr hin. Aber den Weg hier, wenn es da mal richtig schneit, boah, das muss auch richtig wunderschön sein. Vielleicht klappt es ja mal. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen, würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich auch über ein Like und Kommentare. Also, vielen Dank. Tschüss, ciao. Manfred, der Waldläufer. Schon 16:45. Trockener Mund. Ach, das brauche ich nicht sagen. Warte mal.